Ja, vielen Dank, Anne, für die wunderbare Anmoderation. Ja, ob es ein Spaß wird, werden wir danach hier dann auch beurteilen können. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, was hochrelevant ist. Und bevor ich starte, erlaubt mir aber zumindest den Dank hier auch an die liebe Kollegin Julia Frings, die nicht nur hier die Studie zusammen mit der Marlene hier maßgeblich vorangetrieben hat, also die ECC-Club-Studie, die ich gleich präsentieren darf, sondern mir auch liebevoll alle Charts hier zusammengestellt hat, die ich jetzt dann präsentiere darf. Danke Julia. Ich habe fünf Thesen mitgebracht, damit ich auch ähm, entgegen meiner sonstigen Art in einem Zeitrahmen hier, hier verbleibe. Ähm, die erste These ist ähm, und die Zahl, die du genannt hattest, Anne, spricht ja schon mal dafür, dass sie nicht so argweit äh, hergeholt äh, ist. Amazon bleibt auf der Überholspur. Amazon verändert Customer Journeys äh, nachhaltig. Amazon ist einfach der Herausforderer und ich möchte ja, Darauf eingehen, inwieweit AliExpress, Wish und Co. eben echte Herausforderer dann auch für Amazon sind. Wir erleben ihn ja in der Diskussion ja oft, ja, was passiert denn, wenn Alibaba nach Deutschland kommt? Machen die dann Amazon richtig Druck im Kessel? Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, sich erstmal nochmal mit Amazon zu beschäftigen. Und wenn wir uns die Position von Amazon anschauen, hier ganz klar orange eingefärbt, dann sieht man eben, wie stark sie sich dann eingegraben haben in den online handel wie dynamisch sie, sie weiterhin unterwegs äh, sind. Ähm Wir reden äh, hier äh, von, einem, von einem Wachstum, was immer noch weit über dem Markt ist. Äh Wir reden äh, äh, davon, dass zwei Drittel des Wachstums im B2C-Online-Markt äh, auf den Amazon-Marketplace entfällt. Aber es ist eben hier ein starkes Wachstum zu sehen bei Amazon. Da ist jetzt das Eigengeschäft wirkt da ja eher bremsend an der Stelle, was das Wachstum ähm, angeht. Aber wir sehen eben auch ein starkes Wachstum, was Plattformen darüber hinaus. Ähm, Angeht. Also ganz offensichtlich leben wir tatsächlich, wie es ja viele postulieren, in so einem Plattformzeitalter, wo die Plattform den Kundenzugang regelt. Das ist die Herausforderung. Und auf der anderen Seite, wo Plattformen es offensichtlich dem Kunden vergleichsweise einfach machen, online einzukaufen. Und wir glauben ja, dass Einfachheit ein ganz klarer Treiber ist. Und bist du nicht auf der Plattform, musst du dich eben mit vergleichsweise geringem Wachstum hier auch zufrieden. Geben. Das ist die klare Botschaft, die dahinter steht. Und ähm, wie stark Amazon äh, hier ist, sehen wir einfach im Zeitablauf noch, noch mal äh, ganz deutlich. Wir haben ja schon gedacht, dass in den Jahren 2010, 2011 Amazon ähm, hier wirklich stark ist. Und seitdem ist halt die Schere unglaublich äh, hier auseinandergegangen. Äh, da konnten die die Plattformen rund um Otto, eigentlich der größte, der zweitgrößte, der größte Herausforderer, der zweitgrößte Onlinehändler hier in Deutschland, die konnten da einfach nicht, nicht mithalten, sind abgekoppelt worden von dieser, von dieser Entwicklung. Und wir sehen eben sehr schön, schon seit geraumer Zeit ist es eben nicht das Eigengeschäft, was Amazon hier treibt, sondern es ist eben die Plattform, es ist, es ist Amazon Marketplace. Noch ein paar Zahlen, um einfach die Stärke des Herausforderers äh, äh, deutlich zu machen. Und das ist ja ein bisschen wie beim Boxen. Bevor man da so leichtfertig in den Ring steigt, sollte man sich vielleicht genau anschauen, mit wem man sich da auch äh, entsprechend anlegt, welche Gewichtsklasse das ist. Und. Ähm da sehen wir schon hier, wie, 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 wie selbstverständlich ein Online-Einkauf eben bei, bei Amazon geworden ist. Nicht nur, dass wir jetzt schon über, und das sind Zahlen von 2018, die sind ja nochmal deutlich gestiegen, mehr als 17 Prime-Kunden, die also tatsächlich im Abo-Modell hier oder in dem Prime-Modell mit drin sind. Wir reden davon, dass wir weit über 40 Millionen Amazon-Kunden Kundinnen haben dann auch in Deutschland. Und wir reden vor allen Dingen schon von mehr als 15 Millionen Heavy-Amazon-Shoppern. Das sind Personen, die kaufen mehr als die Hälfte ihrer Online-Käufe, kaufen die eben bei Amazon dann auch ein. Mehr als die Hälfte. Und ähm, insofern sehen wir ganz beeindruckende äh, Zahlen. Und ähm, was macht das dann mit den Konsumenten? Da ging ja Anne schon in der Anmoderation drauf ein. Es ist, glaube ich, wirklich beeindruckend, je nach Sichtweise, beeindruckend wie bis beängstigend, wie stark Amazon eben die Customer Journey äh, verändert. Also wir haben die, die Ausgangssituation. Wir haben uns ein Produkt eigentlich ausgesucht, das wollen wir kaufen und dann gehen wir eben dann bei Amazon rein und wollen irgendwie noch mal gucken oder wollen es vielleicht auch bei Amazon kaufen. Das wissen wir eigentlich gar nicht. Jetzt gehen wir da auf jeden Fall drauf. Und was passiert, wenn man dann eben bei Amazon äh, hier ein Produkt sieht, was äh, besser bewertet ist? Zwei Drittel gehen dann lieber auf das Produkt, was höhere Bewertungen hat äh, bei Amazon. Und der Wert ist dann eben nochmal höher, sind über 70 Prozent bei den Heavy-Amazon-Shoppern. So weit, so gut. Da kann man sagen, gut, das ist die Schwarmintelligenz. Dieser, die Kundenbewertungen bei Amazon sind mir einfach wichtiger als das, was mir ein Verkäufer beispielsweise sagt oder was ich bei, bei Testern auch gelesen habe. Das sind doch die, die Kunden, die müssen es ja dann auch wissen. Und ähm, jetzt wird es schon ein bisschen kniffliger, weil jetzt geht es um die Frage, was passiert denn, wenn es ein Bestseller ist? Amazon Bestseller, da sind es immerhin noch ein Drittel. Ein Drittel der, der Konsumenten sagen dann, nee, ich kaufe nicht das Produkt, weil ich mir eigentlich ausgesucht habe, ich kaufe den, äh, den Bestseller. Nochmal der Wert bei den, bei, den, äh, bei den Heavy Amazon Shoppern sind das dann schon, ist das schon jeder Zweite, der das, äh, der das macht. Und jetzt wird schon ein bisschen kurios, weil, ähm, jetzt geht es um Emerson's Choice und spätestens bei Emerson's Choice. Werden die wenigsten überhaupt noch sagen können, wie kommt denn Emerson's Choice überhaupt zustande? Was ist das eigentlich für ein Artikel, der mir da vorgeschlagen wird? Wie ist der Algorithmus von Emerson's Choice? Also ich zumindest kann es nicht sagen und äh, wir beschäftigen uns ja durchaus da intensiv äh, jetzt mit, mit dem Thema. Und äh, bei den emerson heavy emerson Shoppern, ist es jeder zweite, der sagt, nein, ich kaufe nicht das Produkt, was ich mir eigentlich ausgesucht hatte. Ich nehme lieber Emerson's Choice. Was wir hier sehen, ist ein unglaubliches Vertrauen. Was der Marke Amazon entgegengebracht wird. Und wenn das bei Amazon irgendwie gut bewertet, gut gelistet wird, ähm, ausgezeichnet wird, dann muss das ein gutes äh, Produkt äh, sein. Das ist also der Herausforderer. Der Herausforderer hat eine unheimliche Reichweite, eine unglaubliche Relevanz im Markt und er genießt ein unheimliches Vertrauen. Und jetzt kommen ja äh, äh, die Herausforderer: Wish, AliExpress, Joom und Co., auf die ich im Folgenden eingehen äh, werde. Ähm, die haben ja Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten sind auch alle in der Presse schon drin, die, die kann man in Foren dann auch nachlesen. Aber äh, die sind so positioniert, dass diese Schwierigkeiten gar nicht zum Problem werden, sondern tatsächlich zum Spaßfaktor. Das ist der erste Fall. Wenn wir uns die Werte anschauen. Diese, diese Zufriedenheitswerte, dann, dann sprechen wir nicht zwangsläufig für ein nachhaltig erfolgreiches äh, äh, Geschäftsmodell. Ähm, wenn wir uns gerade Wish anschauen, das sind die Punkte immer ganz links, Zufriedenheitswert, gerade mal 76% sind zufrieden mit dem, äh, mit dem letzten Kauf, gerade mal 67% würden weiterempfehlen. Gerade mal 72 Prozent würden tatsächlich dann auch wieder einkaufen. Vergleichsweise schwache Werte. Wir sehen AliExpress schon stärker positioniert und Zoom dann wiederum mit, mit Werten jetzt hier mit 88 Prozent Zufriedenheit schon eher in den Bereichen drin, die wir eigentlich beim Onlinehandel sehen, weil wir reden. Das weiß niemand besser äh, als Anne, die ja die Studie Customer's Choice ja dann auch äh, verantwortet. Ähm, wir leben ja in einer Welt, in der die Kundenzufriedenheitswerte im Onlinehandel in Deutschland per se enorm hoch sind. Da fallen diese, diese Werte selbst von Zoom äh, durchaus dann auch noch ab. Und das sind ja keine kleinen äh, äh, Themen. Das sind ja Mängel, die, die ja durchaus jetzt massiv sind, wenn wir sagen, mangelhafte Qualität beklagen 34 Prozent. Die Lieferzeiten waren länger, als sie ursprünglich angegeben waren. Und die sind ja meistens schon ziemlich lang und auch manchmal wachsweich ein. Oder gar 25 Prozent sagen, das Paket ist gar nicht angekommen. Dann sagen, wow, das im Online-Handel, Onlinehandel 2020 kann also offensichtlich auch so funktionieren. Dann war das Produkt noch defekt. Auch das ja nicht. Äh, keine Kleinigkeit bei 15%. Prozent, da musste ich auf einmal noch Zollgebühren äh, bezahlen. Ähm, äh, das kann aus China kommen, durchaus dann auch mal passieren. Oder es war ein, ein falsches Produkt dabei. Also jetzt würde man sagen, wirklich massive Mängel. Aber 20% Prozent der unzufriedenen äh, Kundinnen würden aber trotzdem wieder bei Vision Co. kaufen. Also selbst jetzt passieren diese, diese Mängel, und äh, trotzdem gibt es immer noch welche, die dann weiter einkaufen. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Nervenkitzel. Das ist auch ein Thema, das ist dann auch spannend aus der, aus der forscherischen Sicht und macht, zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, sich wirklich direkt mit Zielgruppen dann auch zu beschäftigen. Gerade wenn man nicht selber in diese Zielgruppe äh, reingehört. Ähm, es... Ähm, 28 Prozent der befragten Käuferinnen empfinden es als spannend, als Nervenkitzel, wenn sie gar nicht wissen, ob das Produkt überhaupt rechtzeitig bei ihnen ankommt. 63 Prozent empfinden es als Erlebnis, wirklich online einzukaufen. Also, das, was für viele von uns einfach ähm, äh, manchmal eine lästige Pflicht ist, wenn man sagt, gut, einfach schnell hinter dich bringen, schnell Produkt suchen, Checkout und raus. Das ist hier ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein viel emotionaler Ansatz. Ich habe eine lange Vorfreude auf das Produkt. Das, finden, das klingt ja zunächst mal grotesk, dass ich damit eine Freude auslöse. Werden Unternehmen wie Amazon versucht jetzt mit Same-Day-Delivery, ähm, dir tatsächlich das, diesen, diesen Zeitspanne so kurz wie möglich zu gestalten, dass es dann wiederum Motive, Motive gibt äh, tatsächlich Nervenkitzel, Warten, Spannung, kommt kommt's nicht, ist es defekt ist es minderwertige Qualität oder ist es mal tatsächlich gut das wird gar nicht das führt gar nicht dazu dass diese Plattformen abgestraft werden sondern das trägt im gegenteil sogar zur Attraktivität noch zusätzlich bei ja, da ist so ein gewisser Suchtfaktor, ist, ist ganz klar mit drin, so diese Schnäppchenjagd. Ich muss ja mal gucken, äh, irgendwas, irgendwas ganz Neues, das sehen wir auch in den, in den Zahlen und auch aus den Aussagen. Wir haben ja auch Fokusgruppen mit Käufern dann auch gemacht und haben uns mit denen unterhalten. Und, äh, da wird gesucht, da wird gescrollt, dann wird verglichen, ob sowas Tolles nicht irgendwo anders dann auch noch geben könnte. Und dann stellt man fest, nein, das ist wirklich einzigartig und dann muss ich es kaufen und muss ich es haben. Und man möchte selber die Erfahrungen sammeln. Man gibt gar nicht viel auf schlechte Erfahrungen dann auch von anderen, sondern es ist so ein bisschen der, dieser Spaßfaktor, der da mit drin steckt. Aber ganz klar, Spaß ist das eine. Der wird getrieben, dieser Spaß, und das ist unsere dritte These, durch das Thema Preis. Das ist das entscheidende Kaufkriterium und für einen richtig, man kann in dem Fall sogar sagen billigen Preis, bin ich auch tatsächlich bereit, einiges dann auch auf mich zu nehmen. 73 Prozent der, der Käufer sagen ja, mir ist ein günstiger Preis wichtiger als eine schnelle Lieferzeit. Und 68 Prozent nehmen sogar wochenlange Lieferzeiten in Kauf, wenn sie eben dieses Produkt besonders günstig äh, kriegen. Also die Aussicht, hier wirklich ein Schnäppchen äh, zu bekommen, die bringt mich dazu, dass ich tatsächlich auch diese zwangsweise ja, langen Lieferzeiten hier dann auch ähm, in, in, in Kauf nehme. Das ist gar nicht, äh, das ist gar nicht äh, so schlimm, wenn wir uns dann eben die Nichtkäufer anschauen. Und wir gehen ja dann auch immer der Frage nach, inwieweit haben diese Plattformen wirklich ein Potenzial, Amazon auch herauszufordern. Da sagen aber dann doch 72 Prozent der Konsumenten, nee, also Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, das müssten schon, da müssten sie sich schon deutlich ändern, damit ich dann eben auch auf solchen Plattformen einkaufe. Ja, das Thema Qualität ist, ist ja eigentlich, als würde man sagen, ist ein Hygienefaktor geworden. Aber die Hälfte nimmt in Kauf, dass er auch mangelnde Qualität hier äh, bekommt, ausgeliefert äh, bekommt, wenn es halt nur ein richtig gutes äh, Schnäppchen äh, war. 84 Prozent der Käuferinnen ist, ist das Schnäppchen äh, besonders wichtig. Also der Preis ist dann ein ganz klarer Treiber und dann weiß man eben gut, ich muss vielleicht drei Sachen bestellen. Und dann ist vielleicht eines dann tatsächlich so, wie ich mir es dann entsprechend vorgestellt habe. Und ich nehme diese Qualität, die mangelnde Qualität schlicht und ergreifend im Kauf, wenn es dafür auch ein richtig dolles Schnäppchen ist. Ja, dann gibt es so, gerade beim Preis kann man ja auch, das hat der Handel ja auch gelernt, auch auf anderen Plattformen gelernt, aber hier, wo es ja auch um das Thema vielleicht Emotionalisierung geht, besonders wichtig so Themen wie, wie Countdown, der, der eingeblendet wird. Künstliche Verknappung, dieses Angebot ist nur noch gültig und dann will, zählt die Uhr runter, nur noch so und so viele Produkte. Ein Drittel lässt sich dann verleiten und sagen, gut, schnell, bevor dieses Superschnäppchen dann auch, auch weg ist, dann äh, muss ich jetzt direkt zuschlagen. Wir sehen, Coupons, Rabatte spielen eine große Rolle. Und auch tatsächlich das Thema Geschenke, Zugaben spielt hier einfach eine große Rolle. Also Preis, Zugaben, Rabattaktionen, Coupons, alles, was dazugehört, spielt auf diesen Plattformen einfach eine weit überdurchschnittliche Rolle. Und das wird dann eben auch entsprechend angeboten auf den, auf den jeweiligen Plattformen. Gerade Coupons und Rabatte sehr, sehr viel, sehr, sehr stark und ist, ist ein echter Treiber, ist ein echter Impulsgeber. Vierte These, nicht, nicht sehr weit hergeholt. Diese Plattformen sprechen ganz offensichtlich andere Bedürfnisse an als Amazon oder eBay, die großen Plattformen, die wir ja in Deutschland kennen. Exklusivität der Produkte. Großes Thema neben dem, neben dem Thema Preise sind einfach Produkte, die es in Deutschland dann so auch nicht gibt. Ganz exotische Sachen, teilweise dabei, schwer erhältliche Produkte, einzigartige Produkte, Schnäppchenjagd. Dann ist hier tatsächlich auch noch so ein Thema wie, wie Stöbern, ja, einfach da durchblättern. Es gibt ja auch, ich glaube, Wisch war, dass das die Rückkehr des guten, alten Glücksrades, an das sich vielleicht die Älteren dann auch noch erinnern können, gibt es ja auch in digitaler, äh, digitaler Form. Große Auswahl ist, ist auch bei, tatsächlich von, von Marken und Produkten. Und ich glaube, vielen ist da natürlich auch klar, dass nicht jede Marke dann tatsächlich in echt auf diesen Plattformen dann auch drauf ist. Das wird auch dem. Schlichtesten Gemüt beim Blick auf den Preis dann manchmal ähm, relativ äh, klar. Und erst an sechster Stelle von den Treibern ist es tatsächlich positive Erfahrungen in der Vergangenheit. Also Kunden sind da durchaus bereit, eine ganze Menge dann auch zu verzeihen. Wenn's, wenn man diesen Wow-Effekt hat, wenn jemand sagt, cool, wo ist, äh, wo ist das eigentlich her? Und dann hat man es eben bei, bei Wish Zoom oder AliExpress und einer anderen Plattform äh, hier dann auch, auch geschossen und dann gibt es das auch gar nicht in Deutschland. Und und dann war es auch noch super, super günstig. Wenn wir uns anschauen von der, von der Positionierung her, sehen wir ganz klar diesen Erlebnisfaktor. Dieses Eintauchen durchaus auch in eine, in eine andere Welt rein. Es ist halt anders als klassisch Einkaufen hier in einem Online-Shop oder gar bei, bei Amazon, was ja sehr, sehr emotionslos ist. Und ich verliere dann auch wirklich die Zeit aus dem, aus dem Blick. Also dieses Stöbern, dieses sich inspirieren lassen, dieses Blättern. Es ist also eine ganz andere Form von Einkaufen, wie wir es bei, bei Amazon äh, kennen. Ja, mit einer fünften These äh, gehe ich ja im Prinzip auf die Ausgangsfrage dann auch äh, wieder wieder zurück. Ähm, ist es jetzt tatsächlich, sind diese Plattformen echte Wettbewerber jetzt echte Konkurrenten in der Zukunft äh, für Amazon oder für eBay, die sich ja auch gerade in den letzten äh, Jahren, aber Monaten auch durch die Pandemie getrieben ja auch sehr sehr gut dann äh, wieder entwickelt äh, haben. Nein. Die kurze Antwort ist nein. Ich möchte das natürlich nicht bei der kurzen Antwort belassen, sondern dann ein paar Zahlen noch hinterher schieben, warum ich das glaube. Nach wie vor sind Wish und Co. wir haben die zusammengefasst. Man sagt ja immer, die, die Plattformen so schnell aus, aus Fernost. Jetzt wissen wir ja alle, Wish ist natürlich eine amerikanische Plattform, aber es geht um Produkte aus Fernost. Wenn wir es uns anschauen, beispielsweise bei dem Thema Kauffrequenzen, dann sehen wir ein ganz anderes Bild, als was wir bei Amazon hier eingekauft haben. Bei Amazon. Mindestens einmal im Monat sind ja zwei Drittel der konsumrelevanten Online-Nutzer, das sind gerade mal 20 Prozent jetzt dann auch bei Wish. Also das ist schon ganz und Co. das ist schon ein ganz, anderer, ganz anderes Tempo, was der Amazon vorlegt, eine viel tiefere Eingrabung auch in unseren alltäglichen Einkauf hier dann auch herein. Und wenn wir uns die Imageprofile anschauen, sind die natürlich schon extrem unterschiedlich äh, eigentlich in allermeisten Punkten fast gegenteilig ausgeprägt also äh, natürlich ist Amazon wird einfach als seriöser angesehen äh, als äh, vertrauter äh, ganz klar als äh, äh, weniger äh, kompliziert äh, als äh, zuverlässiger als äh, sicherer als transparenter und äh, vor allen Dingen dann eben auch qualitativ hochwertiger und es gibt auf der anderen Seite eben ganz klar, das sehen wir hier, entspricht ja dem, was wir eben gesehen haben, das Thema Preis. Da gibt es halt den, den Punkt teuer, da können die Plattformen hier dann auch punkten, also in der, in der, in der Preisnische drin. Und dann, man möchte ja gar nicht so, <coughs> Entschuldigung, funktional sein, so ernst sein. Das sind Punkte, die dann eben noch für die Plattformen dann auch sprechen, für, für Wish, AliExpress und Zoom. Schauen wir es uns hier an, die, die Positionierung jetzt. Wo würden Sie eher Produkte kaufen? Und das bringt uns eigentlich zu dem klaren Punkt. Amazon ist da weiterhin ungefährdet. Wenn wir uns anschauen, wie weit die Punkte alle, egal ob wir uns jetzt um Fashion und Accessoires äh, handeln oder um Lebensmittel und äh, klar unter Kosmetik, Beauty, Heim und Garten, wo ja viele Produkte ohnehin aus, aus Fernost dann auch kommen, Hobby und Freizeit, überall dort. Klarer Sieger, Amazon, Zalando und Co., also die traditionellen Plattformen, die traditionellen ähm, Online-Shops. Ähm. Bei den Geschenkartikeln, das ist so der Punkt, da sehen wir die, die größte Verschiebung hin zu, ähm, hin zu den Angreifern aus, aus Fernost. Da sehen wir tatsächlich den, den höchsten Wert, die größte Unsicherheit. Da kommen diese Plattformen durchaus wieder, wieder ins Spiel, ein Stück weit, aber noch ist das Bild einfach zu eindeutig, was wir hier erkennen können. Ja, schauen wir es uns, uns mal zu Anlässen an. Da haben wir einen Anlass, der sticht wirklich hinaus: das ist so der Junggesellenabschied. Da geht es ja wahrscheinlich auch darum, für kleines Geld dann besonders originell irgendwie was dann auch einzukaufen. Da sehen wir durchaus eine Chance. Aber klar, der Junggesellenabschied ist eben kein tagtägliches Ereignis. Erst recht nicht jetzt in den Covid-19-Zeiten, aber auch sonst nicht genauso wenig wie eine Hochzeit oder wie ein Geburtstag und bei der Hochzeit. Und bei Feiertagen schlägt ja schon viel mehr dieser Qualitätsanspruch ähm, dann auch wiederum durch. Und da sehen wir, dass dann schon bei diesen Anlässen auch wieder die, die klassischen Plattformen ähm, hier ähm, im, im Vorteil sind. Die höchsten Werte dann bei Aktionstagen oder dann eben beim täglichen Bedarf, wo wir da ist das Bild ganz eindeutig. Da kommen die Herausforderer einfach nicht aus dieser Rolle raus, aus dieser, aus dieser Nischenposition dann auch raus. Ja, mein äh, Fazit hier: meine Key, vier Key Takeaways, wie man ja so schön auf Neudeutsch äh, hier dann auch sagt, bevor ich mich dann gerne auch noch in der, in der QA-Session dann äh, tiefer löchern äh, lasse. Also, die, die Relevanz ist noch ausbaufähig. Wir haben es auf dem letzten Chart hier ganz klar gesehen. Noch sind egal oder bei den letzten zwei Charts, egal welcher Anlass, egal welche Produktkategorie, wenn wir das doch zwar sehr spannende, aber doch exotische Thema Junggesellen, Junggesellinnenabschied dann jetzt mal außen vor lassen, da haben die etablierten Plattformen rund um Amazon einfach die, die Nase ganz klar hier dann auch vorne. Das ähm, ist an Relevanz auch von den Besuchsfrequenzen äh, hier noch, noch nicht vergleichbar. Es kommen aber neue Marktplätze in diesen Set äh, hier rein. Ähm, es sind Marktplätze, die andere Bedürfnisse äh, hier dann auch befriedigen. Das haben wir, haben wir gesehen. Ähm, und deswegen hängen die Punkte zwei und drei auch ganz klar miteinander zusammen. Amazon ist sehr emotional. Amazon ist äh, sehr rational. Amazon ist sehr schnell, sehr zuverlässig, sehr verbindlich dem Kunden gegenüber. Das sind Punkte, von denen man meinen würde, die sind eigentlich allgemeingültig, Pluspunkte. Aber wir sehen, es gibt Käuferinnen, zumindest dann auch Käufern in gewissen Situationen, die empfinden gerade diesen Nervenkitzel als spannend. Die Emotionalität, die Frage, ob ein Produkt ankommt oder nicht, kann durchaus auch als reizvoller Nervenkitzel hier dann ganz offensichtlich wahrgenommen werden. Dieser Spaßfaktor, dieses Schnäppchenjagen. Das sind Faktoren, die ganz klar dafür sprechen, dass diese Plattformen eben auch nicht mehr weggehen, sondern gewisse Bedürfnisse von Konsumenten und Konsumentinnen hier befriedigen. Und man muss natürlich. Ähm Gerade wenn wir uns das logistische Thema anschauen, ähm, da sind ja noch jede Menge Optimierungspotenziale auch bei den Plattformen da. Wir wissen, dass äh, gerade Alibaba ja durchaus äh, intensiv daran arbeitet, hier Logistik von Europa nach Fernost und umgekehrt ähm, hier dann zu optimieren. Und da sind noch Potenziale da. Wenn die Customer Experience dann besser wird durch höhere Geschwindigkeiten, dann können sicherlich auch Zielgruppen angesprochen werden, die bislang allein schon aufgrund der meistens doch sehr langen Lieferzeiten davon Abstand nehmen bei diesen Herausforderungen einzugehen und die sagen, gut, das ist schon irgendwie cooler. Wenn ich jetzt um 11.41 Uhr bestellen kann bei Amazon, dann kriege ich es am Abend noch zwischen 18 und 21 Uhr in Köln ausgeliefert. Also, da gibt es noch Zielgruppe, die erreicht werden kann. Vor allen Dingen natürlich sind das preissensible Zielgruppen. Wir sehen, dass Preis eben ein sehr, sehr starker Treiber ist für diese, für diese Plattformen. Also, die Kombination aus exklusiven Produkten, aber dann eben auch Preis ist ja und mit, mit diesem Spaßfaktor, ist das, was eigentlich. Die Plattformen Wish, AliExpress und Co. treibt. Ja, Fazit in einem äh, Satz: ähm, spannende, spannende Konzepte, Konzepte, die durchaus schon eine Relevanz haben, aber Plattformen, die Amazon auf absehbare Zeit äh, nicht gefährlich werden. Und gefährlich werden können. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte ein paar Denkanstöße auch hierzu geben. Würde mich freuen, wenn der eine oder die andere dann gleich zu mir in die QA-Session hier auch kommt, damit wir da noch tiefer drüber diskutieren können. Es ist wirklich ein super spannendes Thema. Hoffe ich konnte da ein paar Impulse dazu geben und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.